Nein, das wollte ich niemals erleben. Ich habe das als so grausam empfunden. Ich war erzogen worden, dass das Erkennen, dass ein Mensch das Gute wollte, auch gleichzeitig ein Verzeihen ist. Hier war es anders und ich verstand es nicht. Nicht von so einem guten Menschen wie Bruno Gröning. Heute verstehe ich. Ich hatte menschliches Verstehen und menschliches Denken als einzige Grundlage. Doch hier ging es um Göttliches, um Lebendiges. Jedoch das verstand ich damals noch nicht. Ich sah nur diesen Menschen wie ein Angeklagter vor der Versammlung stehen und wie er gerichtet wurde, obwohl sogar Bruno ihm zugestand, dass er das Gute gewollt hat. Niemand, der das nicht erlebt hat, kann sich das vorstellen, einen ganzen Tag pausenlos Anklage. Der mit den Briefen war die schwerwiegendste, das erkannte ich damals schon. Doch es wurde auch vieles gesagt an Kleinigkeiten. So weiß ich noch ein Beispiel, dass Herr Weiser die Frau Gröning gemahnt haben sollte, dass sie noch nicht ihren Jahresbeitrag bezahlt hat. Also das fand ich, war kein Fehler. So war ich mit allem eigentlich überzeugt, dass Herr Weiser nicht schuldig war. Jedoch hielt mich etwas davon ab, mir da eine Meinung zu bilden, und vor allem war es die Person von Bruno Gröning. So sagte ich mir immer wieder: Halt dich da raus, du kennst dich da nicht aus. Nur eins schwor ich mir: In diesem Verein übernehme ich kein Amt, so wie diesem Menschen soll es mir nicht gehen. Samstag um 5 Uhr wurde eine Pause gemacht, denn es wollte keiner Herrn Weiser entlasten und so wusste anscheinend auch keiner, wie es weitergehen sollte. Nach einer Pause sagte dann Herr Lohe, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt. Erstens, der Vorstand, also Herr Weiser, wird entlastet und die Sache ist erledigt. Zweitens, er wird nicht entlastet. Dann muss man Anzeige erstatten vor Gericht wegen dem vielen Geld, das dem Verein dadurch verloren ging. Es wurde abgestimmt. Und Herr Weiser wurde entlastet. Herr Weiser sprach dann, dass ihm das alles sehr leid tut und bedankte sich nochmals bei Bruno für die Heilung seiner Frau und sagte, er hätte immer ein treuer Freund sein wollen und immer das Gute gewollt. Von seiner Seite aus bleibe er auch immer der Freund von Bruno Gröning. Dann ging Herr Weiser. Alle haben geweint, alle, auch Bruno. Ihm liefen dicke Tränen die Wangen runter. Alle haben geweint nach dem Abgang von Herrn Weiser, nur ich nicht. Das fiel mir aber erst auf, als ich das zu Hause meinem Mann erzählte. Ich hatte so viel zu beobachten, dass für nichts anderes Zeit war. Ein Herr bat dann Bruno Gröning zu sprechen. Bruno schaute auf, als käme er aus einer anderen Welt und würde nicht verstehen. Als er begriff, was man von ihm erwartete, sagte er: Wenn Sie jetzt sprechen können, dann sprechen Sie, ich kann es nicht. Es wurde nochmals eine Pause gemacht und dann sprach Bruno. Er sagte, es sei ein schwerer Tag für alle gewesen und für keinen erfreulich, jedoch es wäre nötig gewesen und es musste sein.
Wir alle können viel lernen aus dem heutigen Geschehen. In diesem Sinn sprach er. Es war inzwischen 8 oder 9 Uhr. So wünschte er uns allen, da wir nur kurze Zeit zum Schlafen hätten, sollten wir intensiv schlafen, um morgen frisch ausgeruht zu sein, um viel Gutes aufzunehmen. Der nächste Tag verlief so wie auch heute die Tagungen. Freunde hielten Vorträge, so Herr Riedinger und Herr Weber. Herr Weber sprach über das Bibelwort: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Bruno hielt auch einen langen Vortrag und wir alle bekamen viel Kraft. Jahrelang konnte ich dies alles nicht vergessen und oft dachte ich, er weiß doch alles. Warum gibt man einem Menschen ein Amt, wenn er diesem nicht gewachsen ist? Bruno war so voller Liebe, aber immer wieder kam mir das Gericht in Erinnerung und störte mich. Jedoch enthielt ich mich, mir ein Urteil zu erlauben. Bruno hat mich so viel gelernt und vor allem durch ihn habe ich meine Gesundheit erhalten. Also sollte ich nicht denken, in dieser Sache hast du nicht recht gehandelt. Heute danke ich Gott, dass ich keinen dummen Gedanken gegen ihn aufgenommen habe. Heute verstehe ich das und vor allem weiß ich, dass er es tun musste. Oft habe ich mit alten Freunden, die auf dieser Tagung waren, gesprochen und dachte, sie könnten mir helfen. Viele hatten sich nie Gedanken dazu gemacht. Sie sagten, Bruno hat recht und wenn er es tat, war es richtig. Das konnte mir nicht helfen. Als nun die vielen neuen Hilfesuchenden kamen und die vielen Briefe bei mir landeten, die ich nie im Leben beantworten konnte, da kamen sie mir vor wie eine Zeitbombe. Alles stand wieder vor mir. Da war Frau Schäfer in meinem Haus und ich erklärte ihr, warum ich die Briefe nicht in meinem Haus haben will und sagte, bei mir gilt heute noch gut gewollt, dann ist es verziehen. Sie antwortete mir, ja, Anneliese, verstehst du das denn nicht? Das waren doch keine gewöhnlichen Briefe, sondern der Hilfeschrei aus tiefster Not hinter jedem Brief, der versenkt wurde, stand doch ein Mensch und sein Schicksal. Da habe ich es kapiert. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass das jeder Mitarbeiter an diesem göttlichen Werk endlich versteht und begreift. Hier geht es um die Hilfe für Menschen. Wenn wir nachlässig sind, dann leidet einer länger Schmerzen und muss länger auf Hilfe warten. Das müssen wir verantworten. Wenn wir sagen, wir wollen Helfer sein, so müssen wir es auch tun und alle Pflichten erfüllen, die wir übernommen haben, aus freiem Willen übernommen haben. Wir machen uns schuldig und es wird dafür keine Entschuldigung geben, wenn wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Wir können auch aus freiem Willen sagen, ich will kein Helfer mehr sein und dienen. Das ist in Ordnung. Wir werden dann keinen Schaden haben, aber auch keinen Segen mehr. Das ist genau wie im Materiellen. Wer arbeitet, bekommt Geld und wer nicht arbeitet, bekommt eben keines. Er wird darum nicht krank, aber er wird auch nicht mehr weiser. Er wird nicht die Erkenntnisse erhalten wie der, der arbeitet. Bruno sagt das ganz klar.
Willst du das Göttliche erleben, dann musst du danach streben. Wer es nicht erleben will, braucht auch nichts zu tun. So einfach ist das. Jedoch der Mensch muss sein Amt abgeben, wenn er es nicht erfüllen kann. Gibt er es nicht ab, kann auch kein anderer diese Arbeit tun, die getan werden müsste. Er blockiert. Das war die Schuld von Herrn Weiser. Er hätte sagen müssen, dass er mit der Briefflut nicht fertig wurde. Ich trete zurück. Ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen. Dann wäre er einer hingekommen, der ein größeres Organisationstalent hat und der hätte Mitarbeiter gefunden. Herr Weiser sah die viele Arbeit. Ihm war bewusst, um was es hier ging, denn seine Frau hatte die Heilung erhalten. Das hielt ihn nicht ab, die Hilfeschreie der anderen im See zu versenken. Gut, er konnte die Arbeit nicht tun und er fand keine Mitarbeiter. Keiner der Freunde war bereit, ihm zu helfen. Doch zum Anklagen waren sie bereit auf der Tagung. Jedoch es ging um Herrn Weiser. Wenn es ihm nicht gelang, die Menschen zur aktiven Mitarbeit zu bewegen, so eignete er sich nicht als Vorsitzender. Er hätte den Posten zur Verfügung stellen sollen und hätte im Werk bestimmt andere Arbeit gefunden, der er gewachsen war. Heute, da ich etwas geistiges Wissen habe, ist mir das ganz klar. Heute weiß ich, Bruno Gröning musste das dem Freundeskreis klar machen und ich habe wirklich viel gelernt, wie er es mir gesagt hat. Jahrelang hielt ich mich an meinen Schwur, in diesem Werk kein Amt zu übernehmen. Doch eines Tages ging es für die Mannheimer Gemeinschaft um Sein oder Nichtsein. Da ich aber inzwischen erkannt hatte, wie nötig ich die Gemeinschaftsstunden brauchte, tat ich die Arbeit. Aus Egoismus, weil ich die Stunde nötig hatte. Doch ich lehnte es weitere 10 Jahre ab, mich als Gemeinschaftsleiter wählen, einsetzen oder bezeichnen zu lassen. So konnte ich immer sagen, wenn Gott von mir Rechenschaft fordert, ich habe ja nicht blockiert und wäre sofort zur Seite gegangen, wenn ein anderer die Arbeit hätte übernehmen wollen. Nach 10 Jahren war ich überzeugt, dass ich das so gut kann wie jeder andere Gemeinschaftsleiter, und so teilte ich Herrn Häusler mit, dass ich jetzt das Amt übernehme und froh bin, Mitarbeiter sein zu dürfen. Nach 25 Jahren kam ich mir allmählich schäbig vor, die anderen die Arbeit tun zu lassen, die ich als schmutzig empfand. Getan werden musste sie, und es ist leicht, saubere Hände zu behalten, wenn man sich vor jeder Verantwortung drückt. So war ich dann auch bereit, im Vorstand mitzuarbeiten. Leider zu einer Zeit, wo es ganz dick voll Dreck im Werk war und ich bekam wie jeder Mitarbeiter mein gerütteltes Maß voll ab. Dieses Werk, das Bruno Gröning gegründet hat und diesen Verein, den er eintragen ließ, zu erhalten, sah ich als eine Verpflichtung gegenüber Bruno Gröning an. Er, durch den ich so viel Hilfe erhalten habe, der so viel für mich getan hat. Vor allem, dass ich sehend durchs Leben gehen kann. Er ist mein Freund und Helfer. Da ist es doch selbstverständlich, dass man sich bemüht, ihm seinen Herzenswunsch zu erfüllen.
dieser sein Herzenswunsch ist, dass dieser Verein eingetragen bleibt und sein wachsendes Werk der Nächstenliebe schützt. Aus diesem Grund war ich auch bereit, in der Not den Vorsitz zu übernehmen. Obwohl ich mir bewusst war, was ich da auf mich nehme. Ja, liebe Freunde, und nun geht es für mich um Sein oder Nichtsein. Ich will nicht wie Herr Weiser Angeklagter sein und bin doch vielleicht heute schon schuldig. Ja, nicht nur vielleicht, sondern ich bin es schon. Als ich einen Freund anrief, bekam ich den Bescheid, wir haben 2 Jahre kein Mitteilungsheft erhalten und nichts mehr von euch gehört. Ich gab am Gemeinschaftsleiter den Auftrag weiter, diese Menschen schriftlich zu betreuen. Sie haben es nicht getan und ich fand nicht genug Zeit, es zu kontrollieren. Doch ich habe die Verantwortung dafür. Es wird mir als Schuld angerechnet. Andere Gemeinschaften gehen rückläufig. Bei verschiedenen konnte ich eingreifen und das Schlimmste verhüten. Doch alleine konnte ich es nicht. Ich bat die Freunde vom Vorstand und sie sind mitgefahren. Und wo das geschah, haben sich die Gemeinschaften wieder stabilisiert. Sie existieren, Gott sei Dank. Doch bei anderen ist noch große Not. Doch nun musste ich erkennen, auch die Freunde vom Vorstand sind nicht bereit, mir bei dieser schwierigen Aufgabe, und das ist sie, zu helfen. Ich renne wie gegen eine Mauer und kann keinen mehr erreichen. Alle sind beschäftigt. Keiner hat Zeit, nicht mal für einen Telefonanruf, um Quartier für die Gemeinschaftsstunde zu machen. Ja, es ist traurig und das ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrmals. Man war nicht mal bereit, ein Ortsgespräch zu führen. Ich musste dann über weite Strecken für Vereinsgeld telefonisch Quartier besorgen, Einladungen verschicken von Mannheim aus und auch die Stunde halten. Ich tue das von Herzen gern, wenn ein Gemeinschaftsleiter mal nicht kann. Doch einen Anruf kann man immer tun, wenn man will. Jedoch kann ich nicht alles allein tun. Es sind immer noch 9 Gemeinschaften und die kann ein Mensch nicht allein betreuen. Nicht so, dass er sich nicht schuldig macht. Ich bin bereit, von den Rechten dieses Amtes, das ich erfüllen soll, abzugeben, so viel es geht. Jedoch meine Pflichten werde ich tun. Vor allem bin ich aber nicht bereit, meine Schuld ins Unermessliche wachsen zu lassen. Darum muss ich Ihnen allen mitteilen, ich bin in der gleichen Lage wie Freund Weiser. Mir gelingt es nicht, Menschen zu finden, die wirklich mitarbeiten und auch das Amt erfüllen, das sie übernommen haben. Jedoch werde ich nicht blockieren wie er, sondern ich werde dieses Amt abgeben, wenn es mir mit diesem Schreiben nicht gelingt, alle zur Mitarbeit zu bewegen. Ich bin bereit, mitzuarbeiten, doch ich bin nicht bereit, allein zu arbeiten, denn allein bin ich dem nicht gewachsen. Das sollte sich jeder klar machen. Es geht darum, ob sich Mitarbeiter finden, die auch die Arbeit tun, die sie übernehmen. Alle Freunde haben vor noch nicht so langer Zeit geschrien, dieses Werk muss erhalten bleiben. Doch als es ans Arbeiten ging, wollten die meisten nur angeben, was zu machen ist und selbst nichts tun.
Diese Freunde brauchen erst gar nicht zu erscheinen, wenn wir Arbeitstagung haben. Wir wissen sehr genau, was zu tun ist. Doch die paar Freunde, die wirklich mitarbeiten, kann man an 10 Fingern abzählen. Es ist ja ganz klar, dass die Aufgabe zu groß ist und die Freunde sich überfordert fühlen. Viele Mitarbeiter haben nicht die richtige Einstellung zu ihrer Aufgabe und darum kann auch kein Segen auf solchem Tun liegen. Sie glauben, sie sind gut, weil sie Hilfe erhalten haben. Es war kein eigener Verdienst, sondern Gnade, dass sie die Hilfe erhalten haben. Sie halten Stunde, ohne sich für die Menschen zu interessieren, denen sie Hilfe bringen sollen. Sie arbeiten mit in einem Werk, in dem die Nächstenliebe praktiziert werden soll und haben nicht mal Interesse an diesen Menschen. Wie wollen sie dann helfen? Es geht nur mit Liebe. Sie versetzen sich in den Glauben, ich bin schon gut und richtig, bin ja auch bereit, dem Nächsten zu helfen, doch es kommt ja keiner. Die wollen die Hilfe nicht annehmen. Nein, Freunde dienen ist ganz was anderes. In der Schule habe ich gelernt, dass Christus der gute Hirte ist. Der Hirte steigt in die tiefste Schlucht, um das ihm anvertraute Wesen zu retten, ohne an die Gefahr zu denken und ohne an die Mühsal. Wichtig allein ist, dass es wieder zurück zur Herde kommt. Genau das sollen wir tun, helfen, dass die Menschen wieder zu Gott finden. Das ist unsere Aufgabe. Wer da mitarbeiten will, ist herzlich eingeladen als Mitarbeiter. Ohne Mitarbeiter können wir nicht bestehen. An der Tagung habe ich Formulare verteilt für Erfolgsberichte. Das ist eine Arbeit von 5 Minuten. Die Freunde sollten sie mir am nächsten Tag geben. Von Frau Groll habe ich 5 erhalten. Sie hat 5 Heilungen erlebt. Bis zum heutigen Tag kam kein weiterer an. So ist es mit allem. Man bittet, aber keiner will helfen und was tun. Darum diese Zeilen an Sie, dass sie sich ganz klar sind. Sie entscheiden, ob wir fähig sind, Bruno Gröning seinen Herzenswunsch zu erfüllen, dass dieser Verein erhalten bleibt oder nicht. Ich werde nur Vorsitzender bleiben, wenn sich Mitarbeiter zur Verfügung stellen, da ich anders diesem Amt nicht gewachsen bin. Ich werde immer dienen, aber nur Aufgaben übernehmen, die ich tun kann, ohne schuldig zu werden. Denn wichtiger als alles ist mir, dass ich vor Gott bestehen kann. Liebe Freunde, lesen Sie alles gut durch und überdenken Sie alles genau. Sie wissen dann, um was es hier geht, um die Mitarbeit an einem Heilsweg zu Gott. Sie erfahren in diesen Zeilen, auf was Sie sich einlassen, wenn Sie hier ein Amt übernehmen. Sie sollen es auch wissen, denn Gott wird nicht nur von mir Rechenschaft fordern, sondern auch von Ihnen. Wenn Sie ein Amt übernehmen, so müssen Sie mit dem Herzen dabei sein und mit all Ihren Sinnen, mit Ihrer ganzen Persönlichkeit. Denn mit halbem Herzen kann man nicht helfen.
Am heiligen Abend hatten sie die Ankunft, die Geburt Christi erwartet. Er bringt alle Gaben mit: Liebe, Harmonie, Frieden und Gottes Segen und Gesundheit für alle. Wir haben es erlebt. Er braucht Mitarbeiter, die ihm helfen, die Gaben zu verteilen. Er braucht unsere Körper als Werkzeug, unsere Lippen, unsere Hände, unsere Füße und vor allem unsere Herzen. Sie werden dieses Jahr die Entscheidung treffen, ob Sie Mitarbeiter sein wollen. Jedoch, er will nur die, die sich freuen, helfen zu dürfen. Ich habe mich entschieden, solange ich lebe, will ich Werkzeug Gottes sein. Sie werden auch ihre Entscheidung treffen und darüber entscheiden, ob dieser Heilsweg frei bleibt. Gott helfe Ihnen. Dies wünscht sich und Ihnen Ihre Anneliese Bollack.